Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es einen ganz wunderbaren Joghurtkuchen mit Heidelbeeren, Kokosöl und ganz ohne Gluten. Und wie du da jetzt selber vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst dafür 150 Gramm Kokosöl und lass dieses in einem Topf schmelzen. Der Siedepunkt liegt bei ca. 24 Grad dafür. Dann gibst du 5 Eier in eine Schüssel hinein. Sowie 130 Gramm Zucker. Als nächstes kommt 15 Gramm Vanillezucker oder auch 2 Päckchen Vanillezucker, je nachdem, was du zur Verfügung hast. Und dann wird die Eiermasse für ca. 5 Minuten schaumig gerührt und nach ca. 2,5 Minuten geben wir eine Prise Salz dazu. Dann stockt das Ganze noch etwas besser. Wenn die Eiermasse so schön dick geworden ist, kommen 400 Gramm gemahlene Mandeln hinein. Die Mandeln hebst du jetzt vorsichtig unter die Eiermasse, sodass die Struktur nicht zerstört wird. Als nächstes noch 1,5 Teelöffel Backpulver und 400 Gramm den guten griechischen Joghurt. Ihr könnt auch einen Joghurt nehmen, der weniger Fett hat. Das ist gar kein Problem. Natürlich hebst du jetzt die gesamten Zutaten miteinander zusammen, so dass dir ein glatter Teig entsteht. Und zu guter Letzt kommen die 150 Gramm geschmolzenes Kokosöl zum Teig mit 200 Gramm Heidelbeeren und das Ganze heben wir natürlich nochmal ordentlich miteinander unter. Und so schnell kann es gehen und wir geben 2 Drittel des Teigs nun in die größere Backform. Und kann dann auch bei 160 Grad für ca. 30 Minuten goldbraun im vollgeheizten Backofen ausgebacken werden. Und in das letzte Drittel des Teiges kommt noch der Abrieb einer Zitrone hinzu. Das heben wir natürlich im Teig unter und kann dann auch in die Backform gegeben werden. Und dann geben wir auch die kleine Backform in den Backofen für etwa 25 Minuten ebenso bei 160 Grad goldbraun ausbacken lassen. Und wohlig duftend kommen die beiden schon aus dem Backofen hinaus und bekommen zum Schluss noch eine leckere Puderzuckerhaube. Und das Beste am Kuchenbacken, finde ich immer, ist das Anschneiden. Und schaut euch mal an, wie toll der von innen aussieht. Und nun kann ich euch nur wieder einen wunderbaren guten Appetit wünschen. Viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut gehen.